Ja, ist jetzt nicht so schwer, gegen die zu kämpfen, ehrlich gesagt. Ich bin froh, dass die immer alleine angreifen und nicht irgendwie so alle auf einmal dann kommen. Das wäre ein anderes Thema. Das wäre ein anderer Schnack, wäre das. So, jetzt du. Zack. I'm not going easy on you. Ja, hast mich zweimal getroffen, ne? Also ist schon hart, ey. Oh, hi. Bye. Aber ich bin mir sicher, die Königin ist ein anderes Kaliber. Ich weiß nicht genau, wie der Kampf gegen die Königin ist, muss ich ehrlich sagen. Also mit nicht genau meine ich, ich habe keine Ahnung. Wird schon irgendwie ein Kampf sein. Wir kloppen die halt. Hi. 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 Hi, bye. I give up. Jeez. Da waren wir schon, ne? Nehmen wir auch mal mit. Was soll's. Kann man diese Steine hier abbauen? Na, das kann man nicht. Okay. Das kann man nicht. Bla, 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 bla. So, gehen wir mal hier hoch. Hier scheint es ja. Oh, ja, doch. Hier, komm, nimm. Au. Also ohne richtige Rüstung könnte das hier richtig hart werden. Da wir zum Glück eine ordentliche Rüstung haben, ist eigentlich kein Problem, wenn man ehrlich ist, ne? Gefühlt treffen die einen ja auch kaum. Haben nicht so eine krasse Reichweite. Ich weiß halt nicht, wie viele Medaillen man braucht. Braucht man 10? Braucht man 800.000? Ich habe keine Ahnung. Enchanted Dart. Ach, die Dart-Dinger wollte ich mir nochmal anschauen. Golden Dart. The Armor of Golden Dart Shooters. Crafted with Skyroot Sticks and Golden Amber. Enchanted. These converts them to Enchanted Darts. Converts, natürlich. Also, das ist die, wie soll man sagen, das ist die Munition der goldenen Dart-Schießer, wenn man das so sagen möchte. Ich würde jetzt eher Werfer sagen, aber okay. Die werden mit Skyroot Sticks und Golden Ember, was auch immer das ist, gecraftet. Und wenn man die enchantet, dann sind es Enchanted Dart-Pfeile und die haben wir hier. Und the strongest of the darts, enchanted golden dart. Okay. Weird. Alles klar. Dann machen wir das. Schön. Was haben wir hier? Ah ja. Ich glaube, sagt. Die Kiste will uns einfach fressen. Wow. Okay. Noch so eine. Oh, shit. Ja, das wollte ich natürlich vermeiden. Nein! Nein! Alter, ich greife hier alles auf einmal an. Schiat! Ich esse mal was. So. Wo seid ihr? Warum seid ihr weggerannt, ihr Feiglinge? Kommt her! So, Clown down. Wo ist die zweite? Wollte ja jetzt ungern gegen zwei auf einmal kämpfen, ne? Das war so mein Gedanke dabei. Und dann noch gegen diese Kiste. So ein Triple Fight wollte ich mir jetzt nicht geben. Deswegen kurzer taktischer Rückzug. So, wo ist die Kiste? Da ist sie. Könnt ihr bitte nicht einfach in meinem Gesicht spawnen? Das würde mir sehr dabei helfen, euch nicht zu hauen. Um mal ehrlich zu sein. So. Wie der Todessound einfach eine Kiste ist, die zugeht. Und du bist auch so ein Typ. Das ist ja unfassbar. Frech. Einfach frech. Einfach eine Kiste, die zugeht, ey. Meine Güte, ey. So, das ist jetzt wieder ein normales Ding. Ambrosium. Golden Dart Shooter. Okay. Krass. Okay, krass. Okay, krass. Damit können wir also die Dartpfeile verschießen. Verstehe. Ich dachte, man könnte die werfen. Kann man die auch werfen vielleicht? Müssen wir gleich mal testen, ob das geht. Mal testen. Ne, es geht nicht. Okay. Also man braucht diesen Shooter, damit das geht. Alles klar. Guten Tag. Tschüss. Stark. Guter Fight. Also echt, muss man schon sagen. Taktisches Geschick und so. Hör mal. Hör mal! So. Danke. Ist hier jetzt noch jemand? Du bist noch da. Hi. Fast schon nice to see you.
Die sind immer sehr, sehr zurückhaltend. Greifen nicht so krass an, auf jeden Fall. So, achso, die Frage ist, ob hier noch jemand ist. Wir gucken uns mal um. Irgendwo muss ein Moor sein. Ich höre die ganze Zeit das... Oder sind es die Wolken? Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Machen die Wolken nicht auch so ähnliche Sounds? Bin mir nicht so sicher. Ich glaube aber schon. So, hier ist noch eine Kiste. Sogar eine echte. Nehmen wir mit. So, ist hier noch jemand? Nein. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Und hier auch nicht. Okay, dann gehen wir weiter hoch, würde ich sagen. Mal gespannt, wie viele Stockwerke es hier überhaupt noch gibt. Das ist Ambrosium Torch, Golden Darts, Skyroot Poison Bucket. What the hell? A Skyroot Bucket that has been filled with deadly poison. Better not drink it. It can be used to craft poison darts and dart shooters. Aha, enchanted to cure the poison in it. Aha. Okay, interessant. Was auch interessant ist, wir haben die Schulterkisten nicht dabei, ne? Sehr schlau. Blue Moor Egg. Sehr schlau, dass ich die nicht dabei habe. Ach, hier ist ein Moor. Lol. Wie kommt der denn hier rein? Ist der hier gespawnt oder gehört der zur Inneneinrichtung dieses Tempels? Witzig. So, wo ist er? Wo ist er? Ich sehe nicht. Da bist du. Kaputt. Junge, ihr erschreckt mich jedes Mal zu Tode, ey. Gut, das ist normales Zeug. Das ist normales Zeug. Noch so ein Poison Bucket. Wir müssen mal unbedingt irgendwo eine Kiste hinstellen. Ihr lasst die Kisten ja in Ruhe, oder? Ihr lasst die Kisten ja in Ruhe. Ja, bestimmt. Ich stelle mal unten eine Kiste hin und mach mal das Inventar ein bisschen leer. Wie cool es aussieht, wenn es unter uns dunkel wird, ne? Das ist schon echt ein cooler grafischer Effekt. So, wir packen hier mal alles rein, was wir nicht brauchen. Moor-Eggs zum Beispiel, die sind jetzt nicht so wichtig. Die Dart-Dinger, ich meine, wir könnten die jetzt behalten, um vielleicht irgendwen zu fighten oder so. Ich lasse es mal sein. Die Spitzhacke, das Schwert, ich denke, das brauchen wir alles nicht, das brauchen wir nicht. Das Book of Lore lasse ich mal da. Die Cloud-Dingens brauchen wir erst später, wenn überhaupt. Die Ambrosium-Torch brauchen wir bestimmt auch nicht. Das brauchen wir nicht. Wassereimer-Kompass. Warum habe ich den überhaupt dabei, ist die Frage. Und den ganzen Holy Stone brauchen wir jetzt auch nicht. So, und dann können wir nämlich wieder ein bisschen befreiter Sachen mitnehmen. Ich weiß, ich bin dumm. Ich hätte einfach die Schulkerkiste mitnehmen sollen von zu Hause. Ja, das können wir hinterher machen, wenn wir hier fertig sind. Können wir mit der Schulkerkiste... Okay, das auch nochmal... Nice. Können wir ja mit der Schulkerkiste nochmal herkommen und den Loot mitnehmen. Ich denke, das sollte ja kein Problem sein. So, ich gucke jetzt gerade mal, wo hier überall Valkyrien sind. Okay, was haben wir hier? Iron Pendant. Whatever that is. We will see, we will see. Kann ich ja nachschauen. Aha. Ich kann ja nachgucken. Let's go. An aesthetic accessoire made of iron. Cool. Wollen wir es anziehen? Wollen wir es anziehen? Ich meine, es ist aesthetic, offenbar. Und wo sieht man es jetzt? Mal kurz die Rüstung ausziehen. Hä? Bin ich doof? Ach, da oben. Ach, das da am Kragen ist das. Aha. Kein Dingens. Dingens. Naja. Man sieht es halt, glaube ich, mit der Rüstung gar nicht. Ja, doch, ein bisschen sieht man es, diese grauen Pixel. Naja. Ja, jetzt sind wir Accessoire, ne? Haben wir hier ein bisschen Wulle Wulle W avec ma Accessoire, ne? Haben wir gemacht. Klopp, klopp, tot. So, next one. Klopp, 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 klopp. Okay. Ich glaube, wenn wir so ein bisschen im Kreis laufen, ist es sogar noch safer, gegen die zu kämpfen. Also wie gesagt, die sind jetzt nicht so die Schwierigkeit, um ehrlich zu sein. Aber wir haben auch eine gute Rüstung, das darf man nie vergessen. Das macht halt echt viel aus. Klopp. Klopp, 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 klopp. Ja. Aber wir dürfen es nicht unterschätzen. Ich bin mir sicher, die Königin von denen
Die wird anders drauf sein, weil es ist einer von... Ich weiß gar nicht, sind es drei Endbosse, die es hier in der Mod gibt? Ich bin mir nicht sicher. Also, ne, es gibt nicht so viele. Dementsprechend würde ich mal davon ausgehen, dass die ordentlich zwiebelt dann. Muss ja eigentlich. Oh nein, oh nein, oh nein, geht weg. Ich habe schon wieder einen angegriffen, die ich nicht angreifen wollte, Mann. Super nervig. Super, super nervig. So, eine ist down, das ist schon mal gut. Dass sie immer einfach spawnen und dann sind sie da und dann trifft man die aus Versehen. Echt klasse, ey. Richtig gut. Macht richtig Bock. So. Wo müssen wir hin? Hier ging's runter. Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung, wo wir hin müssen. Geht's noch weiter nach oben irgendwo? Nee, ne? Irgendwie ja nicht. Ich frage mich halt nur... Ich meine, wir haben jetzt 20 Medaillen. Das müsste doch reichen, oder? Was ist denn das? Du Blöde! Meine Güte, ey! Du dumme Kuh, ey! Kommst du einfach aus der Wand geschissen, oder was? Meine Güte. Sind das Schalter? Nö, sind's nicht. Okay, das heißt, ich gucke mich jetzt nochmal um. Aha, oh, das sind doch Schalter. Ich bin mir echt nicht sicher. Aber ich denke mal, wir haben jetzt schon 20 Medaillen. Das muss doch irgendwann auch mal reichen. Wir haben jetzt über 20 Medaillen natürlich. Das muss doch irgendwann auch mal reichen, oder? Oder sehe ich das falsch? So, wo sind wir hier? Aha. Ja gut, das ist halt wieder der Weg nach unten, nehme ich an, ne? Oh. Vielleicht ist es auch nicht der Weg nach unten, sondern der Weg ganz woanders hin. Oh je, oh je, oh je. Jetzt habe ich tatsächlich ein bisschen Muffensausen, wie man so schön sagt. Tag. Guten Tag. Schön haben Sie es hier. Also wirklich, sieht gut aus. Hallo. Hier schön mit Wasser. Hier wächst vielleicht irgendwann mal ein Baum. Das ist wahrscheinlich ein Thron, nehme ich an. Mit Wolle sogar. Schick, schick. Ja, das sieht ja echt toll aus. Wie geht's Ihnen? Herr Bigul, the Valkyrie Queen. What can you tell me about this place? I wish to find you, to fight you, never mind. Ja, erzähl mal was über den Ort. This is a sanctuary for us Valkyries who seek rest. Okay, cool. I wish to fight you. Very well then. Bring me 10 medals from my subordinates to prove your worth. Then we will see. Ja, I will return when I have them. 2 von 10. 1 second. Though I would rather not. Ja, hier. Take your time. Ach, das ist wahrscheinlich verbuggt, ne? Das ist wahrscheinlich verbuggt. So, wir bringen das mal raus. Und da haben wir nämlich einen 10er-Stack. Wahrscheinlich war es deshalb, hat es nicht funktioniert. I wish to fight you. Ey, ich habe keine Ahnung, was jetzt gleich kommen wird, ne? Aber hier, da. Now, let's begin. Okay, ich hau dich. Okay, ich hau dich. Okay, ich hau dich. Okay, ich hau dich. Ja, ich hau dich. Ja, ich hab dich gehauen. Ja, ich hau dich wieder. Okay, wir machen ganz schön Schaden. Und sie trifft uns zum Glück bislang nicht. Da bin ich schon mal sehr froh drum. Okay, irgendein Projektil. Nice. Geht so. Kann ich das zerstören, wie bei den Schulkern? Boah! Boah, Alter! Holy fuck! Das war scary. Das hat mich erschreckt. War ein guter Effekt. Hast du gut gemacht, Queen. So, warte. Ich renne mal kurz weg. Kurz das Essen, weißt du? Ich weiß, so eine Fee muss sowas wahrscheinlich gar nicht. Muss wahrscheinlich nie essen. Hast ja auch eine tolle Linie, muss man sagen. Was? You wish to challenge me, strike at any time, was? Achso, ich habe Rechtsklick aus Versehen gemacht. Ja, okay, dann wolltest du nochmal kurz labern. Sehr freundlich, dass ihr auch während dem Kampf mit mir labert. Das ist wirklich sehr nett. So, Flatsch. Flatsch, Flatsch. Wir haben schon fast die Hälfte, Leute. Wir haben schon fast die Hälfte in diesem epischen Battle. Und muss ja sagen, ich bin sehr froh darüber, dass die so selten mich trifft. Ich hoffe, diese Projektile
treffen mich jetzt nicht, weil es sind ja Blitzschläge, die dann kommen. Und das ist irgendwie nicht so cool.